Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: alles zum neuen Standard Range Model Y, Elon sagt Nein zu Twitter und was passiert in China? Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wundert euch nicht über den Ton bitte, denn ich zeichne ab jetzt im Auto auf, denn ich bin gerade unterwegs in Südfrankreich im Urlaub und daher klingt das jetzt vielleicht ein bisschen ungewohnt. Reden wir mal über das neue Standard Range Model Y. Also das Model Y, das in Texas hergestellt wird, das hat ja die neuen 4680er Zellen mit an Bord und ist deswegen besonders interessant für uns. Beim Cyber Rodeo in Texas, da hat ja Tesla über dieses Model Y eigentlich nichts erzählt. Sie haben die ersten 20 Fahrzeuge vor Ort an Mitarbeiter übergeben und mehr Details haben wir bisher dazu nicht erfahren. Das hat sich gerade geändert, denn einige Informationen sind im Source Code der Webseite aufgetaucht und es gab zum Beispiel auch Berichte von Electrek, die einige interne Quellen bei Tesla haben. Was wissen wir über die Spezifikationen? Das ist ja sehr spannend, denn hier verbaut Tesla ganz neue Technologie. Naja, den Mitarbeitern wird dieses Fahrzeug im Moment für $60.000 angeboten. Dafür gibt es 279 Meilen Reichweite. Das ist rund 18% weniger als die Long-Range-Variante des Model Y. Die Beschleunigung von 0 auf 60 Meilen pro Stunde liegt bei genau 5,0 Sekunden. Damit ist es nur 0,2 Sekunden langsamer als das Long-Range Model Y. Also, ihr seht schon, die Spezifikationen sind ein bisschen schlechter. Und ich glaube, Tesla schlägt hier zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen mal haben sie natürlich nur eine begrenzte Menge an 4680er Zellen gerade am Anfang jetzt zur Verfügung. Daher hilft es natürlich, wenn das Model Y nicht so viele Zellen bekommt und weniger Reichweite hat. Außerdem müssen sie natürlich verhindern, dass die Leute nur noch diese neue Variante aus Texas haben möchten. Daher macht es Sinn, dass die Spezifikationen etwas schlechter sind. Ja, und mit $60.000 liegt es auch nur 5% unter dem Preis der Long-Range-Variante und da habt ihr, wie gesagt, 18% mehr Reichweite. Naja, und jetzt könnte man auch noch drüber nachdenken, ob das vielleicht ein besonderer Preis für die Mitarbeiter ist. Ich glaube es ja ehrlich gesagt nicht. In ein paar Wochen wissen wir mehr, wenn das Fahrzeug dann regulären Kunden angeboten wird. Diese Zeitangabe kommt übrigens auch aus dem Electrek-Artikel. Die haben da ganz gute Quellen bei Tesla. Allerdings sind wenige Wochen natürlich auch eine vage Zeitangabe. Ich glaube, es ist ein schlauer Schachzug von Tesla, hier erst den Mitarbeitern die Fahrzeuge anzubieten. Das haben sie übrigens auch schon bei der Einführung anderer Produkte so gemacht. Einerseits werden die dadurch ein bisschen bevorzugt, was die Wartezeiten angeht. Andererseits ist es natürlich auch eine gute Taktik, wenn man einfach noch nicht so viele Fahrzeuge hat. Reden wir mal über Preiserhöhungen. Denn da gab es leider schon wieder welche zu berichten. Beim Model 3 wurde in den USA der Preis erneut erhöht. Das Long Range Model 3 kostet jetzt $1.500 mehr und kostet jetzt damit $56.000. Die Performance-Version wurde um $1.000 teurer und liegt jetzt bei $63.000. Jetzt muss man immer dazu sagen, dass in den USA die Preise ohne die Sales Tax, also ohne die Mehrwertsteuer sozusagen, angezeigt werden. Von dem her könnt ihr euch dann ja denken, was passiert, wenn da noch 19% oder so oben drauf kommen. Bei uns wurden ja gerade erst die Preise bei Model 3 massiv erhöht, aber ich glaube, dass dies schon auch zeigt, dass vielleicht hier das Ende noch nicht erreicht ist, wenn es in den USA hier immer weitergeht. Solange diese enorme Nachfrage da ist und noch weiter steigt, wird Tesla nichts anderes übrig bleiben, als die Preise weiter zu erhöhen. Denn das ist eigentlich das einzige Mittel, das Tesla hat, um weiterhin vernünftige Lieferzeiten anbieten zu können, denn es bringt ja keinem was, wenn man das Auto zwar billiger bestellen kann, aber dann eben 4 Jahre warten muss. So, eine weitere Preiserhöhung gab es bei uns in Deutschland am Supercharger. Das ist leider eine von vielen in den letzten Wochen und jetzt liegen wir hier schon bei 50 bzw. 52 Cent, je nach Standort, was die Kilowattstunde angeht. Das ist natürlich sehr ärgerlich aus Konsumentensicht. Das ist aber meines Erachtens einfach der allgemeinen Lage geschuldet. Die Energiepreise steigen und steigen und das reflektieren auch die Preise am Supercharger direkt. Ich habe euch ja in einer der letzten Folgen erzählt, dass Tesla eigentlich ursprünglich mit dem Supercharger-Netzwerk gar keinen Gewinn machen wollte. Inzwischen haben sie das ein bisschen geändert. Elon hatte da kürzlich eine ganz genaue Angabe zugemacht und gemeint, naja, sie versuchen ungefähr 10% Gewinn mit dem Supercharger-Netzwerk zu erwirtschaften. Für eine Servicedienstleistung hält sich das immer noch im Rahmen. Reden wir noch über China und die Lage in China, denn die ist in Shanghai ziemlich dramatisch. Dort herrscht im Moment der absolute Lockdown. Die chinesische Regierung fährt eine Zero-Covid-Politik weiter und dementsprechend ist auch Tesla betroffen. Das Werk in Shanghai steht jetzt schon seit Ende März still. Es ist überhaupt nicht absehbar, wie lange diese Situation weitergeht. Auf Twitter gab es verschiedene Gerüchte, da haben einige Leute von 15. Mai gesprochen.
Es gab andere Stimmen, die haben gesagt, dass Tesla und das Management in Shanghai versucht, einen Monat mit null Fahrzeugen zu vermeiden. Firmen haben wohl die Möglichkeit, dass Mitarbeiter im Lockdown in der Fabrik dann übernachten und so weiterarbeiten können. Inwieweit das in Shanghai passiert, ist mir nicht bekannt. Im schlimmsten Fall könnte es sein, dass im April tatsächlich null Autos gebaut werden. Das ist für Tesla schon ein Schlag und auch ein Problem. Es wird allerdings nicht die langfristigen Aussichten von Tesla bremsen. Irgendwann wird auch das vorbeigehen und dann werden sie die Produktion wieder anfahren. Das wird auch ein bisschen dauern. Man muss ja da auch die Lieferkette betrachten. Die ganzen Zulieferer, die sind ja auch im Lockdown und die müssen dementsprechend auch ihre Produktion wieder hochfahren. Es könnte also sein, dass dies am Anfang nicht ganz so schnell möglich sein wird. Die Zeitangaben, die im Netz unterwegs sind, ob das jetzt noch eine Woche dauert oder zwei oder bis Mitte Mai oder noch länger, das sind alles nur Gerüchte. Hierzu gibt es überhaupt keine offiziellen Aussagen von Tesla, können sie ja auch gar nicht treffen. Von der Regierung gibt es auch keine direkte Angabe. Von daher können wir hier nur spekulieren und einfach abwarten, wie es weitergeht. Wie gesagt, das wird eine Auswirkung haben. Das wird sich auf den Gewinn und die Lieferzahlen dieses Jahr definitiv auswirken. Shanghai ist ein wichtiges Werk für Tesla, aber langfristig gesehen macht es, glaube ich, keinen großen Unterschied. Schauen wir uns noch die Märzzahlen aus Shanghai an, denn auch die sind interessant. Hier gab es einige Tage, an denen nicht produziert wurde. Das muss man immer noch mit einberechnen. Die Zahlen kommen übrigens auch nicht von Tesla direkt, sondern von einer chinesischen Vereinigung. Und interessant zu sehen ist, dass Tesla hier im Monat März über 65.000 Fahrzeuge in China geliefert hat. Die gesamte Märzproduktion ging eigentlich in den chinesischen Markt. Nur 60 Fahrzeuge wurden überhaupt exportiert. Und das zeigt doch, dass auch in China trotz der Situation aktuell hier eine enorme Nachfrage nach den Tesla-Fahrzeugen vorherrscht. Das ist ein positives Zeichen und ich glaube, das können wir von diesen Zahlen mitnehmen. So, dann reden wir noch mal kurz über Elon und Twitter. Wie wir in der letzten Folge besprochen haben, hat Elon ja einen Teil von Twitter gekauft. Und zwar einen nicht unwesentlichen Teil, 9,2% gehören heute Elon. Und die Geschichte, die ging spannend weiter mit viel Drama und darüber reden wir jetzt. Denn kurz nach Bekanntwerden seines Aktienkaufs, da wurde auch bekannt, dass Elon jetzt Teil des Vorstands bei Twitter werden soll. Dazu twitterte der Twitter-CEO höchstpersönlich folgenden Satz. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir Elon Musk in unseren Vorstand berufen. In Gesprächen mit Elon in den letzten Wochen wurde uns klar, dass er einen großen Wert für unseren Vorstand darstellen würde. Er ist sowohl ein leidenschaftlicher Verfechter als auch ein scharfer Kritiker unseres Dienstes. Was genau das ist, was wir auf Twitter und in der Chefetage brauchen, um uns langfristig zu stärken. Willkommen, Elon. Ja, und einige Tage danach kam eine völlig andere Kommunikation von dem gleichen Twitter-CEO, der dann schrieb, Zitat, Elon Musk hat sich dafür entschieden, nicht dem Vorstand beizutreten. Hier ist, was ich Ihnen darüber verraten darf. Klingt also so, als würde er auch manche Dinge nicht erzählen dürfen. Der Vorstand und ich hatten sehr viele Diskussionen darüber, ob Elon dem Vorstand beitreten solle oder nicht. Wir haben auch direkt mit Elon gesprochen. Wir waren über die Zusammenarbeit begeistert und waren uns auch der Risiken bewusst. Twitter hat das wohl auch als Risiko eingeschätzt. Naja, und dann schrieb er noch weiter, dass sie gedacht haben, dass wenn Elon Teil des Boards sei, dass er ja dann auch immer im Interesse von Twitter handeln müsse und dass dies deswegen der beste Weg für Twitter nach vorne sei. Ja, und auch das klang ein bisschen so, als hätte Twitter dort die Möglichkeit gesehen, Elon, nachdem er ja immer im besten Interesse für Twitter handeln solle, hier ein bisschen einzuschränken oder bändigen zu wollen. Es gab auch die Auflage, dass er als Vorstandsmitglied nur maximal knapp 15% am Unternehmen halten dürfe. Das heißt, sie hätten ihm dadurch auch die Möglichkeit genommen, noch mehr Anteile an Twitter zu kaufen. Naja, und Elon, der wäre dann bald schon Teil des Vorstands geworden. Er meldete sich jedoch bei Twitter und sagte das Ganze ab. Damit ist das Thema erledigt und Elon bleibt einfach erstmal nur Anteilseigner an Twitter. Und dann fand ich, schrieb der CEO von Twitter am Schluss noch einen interessanten Satz. Er sagte nämlich, es wird auch in Zukunft Ablenkungen geben, aber unsere Ziele und Prioritäten bleiben unverändert. Die Entscheidungen, die wir treffen und wie wir sie umsetzen, liegt allein in unserer Hand und in niemand anderer. So lasst uns nicht auf die Störgeräusche konzentrieren, sondern lasst uns fokussieren und unsere Arbeit, die wir machen, ausführen. Tja, das klingt schon interessant und ein bisschen verwirrend, denn vor zwei Tagen fand der CEO das ja noch die beste Idee der Welt, dass Elon Twitter als Vorstandsmitglied unterstützen wird. Jetzt klingt das hier ein bisschen nach einer Abgrenzung. Ja, und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin ziemlich sicher, dass Elon hier nicht zurückstecken wird. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er noch mehr Anteile an Twitter kaufen wird. Vielleicht übernimmt er auch den Laden komplett. Wobei, er hat wirklich mehr als genug zu tun. Ich bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee wäre. Eins ist aber sicher. Es wird nicht nichts passieren und Elon hat hier weiterhin viel vor. Er hat nicht einfach 3 Milliarden investiert, um dann
nur stiller Anteilseigner zu bleiben. Ich glaube, Elon hat gute Absichten, was Twitter angeht, und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er da auch einiges bewegen kann. Ja, damit kommen wir zum Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und Zuschauen. Entschuldigt bitte nochmal den komischen Soundunterschied, aber das ist eben so, wenn man im Auto aufzeichnet. Wenn ihr das interessant fandet, dann lasst mir einen Like da und vielleicht auch ein Abo. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten schaltet das nächste Mal wieder ein. Macht es ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind übrigens die Herausgeber des T&E-Magazins,